Hallo und herzlich willkommen zu diesem Strei und die verrücktesten Lebenswünsche. Ja, gut, ich hab jetzt einfach, wie ihr oben links sehen könnt, einfach gedrückt, sammeln oder fangen. Jetzt wollen wir mal sehen, jetzt muss ich sofort zum Friedhof fahren. Und ich hab ein bisschen die Hoffnung, dass sie da, also, dass sie da irgendwie, diesen Käfer findet, diesen Hirschhornkäfer oder Nashornkäfer, wie auch immer das sein soll. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, weil das Vieh ist so selten irgendwie zu sehen. Okay, wir werden sehen. So, angekommen habe ich mir das eigentlich ein bisschen ganz anders vorgestellt. Weil eigentlich sollten beide Mädels hier. Und? Einen haben wir schon. Ein Nashornkäfer gefangen, er ist 67 Simmel und sie hat einen ungewöhnlichen Wund. Jetzt haben wir nur einen. Ja, immerhin brauchen wir 10 Stück. Für unser Vorhaben. Na gute Fuche, was ist denn hier? Ich habe gesehen, dass hier unheimlich viele zusammen rumliegen. Die nehmen wir jetzt auch gleich mal mit, egal wie es sich fühlt. Da muss er da durch. So, nehmen. Okay, Hals über Kopf müssen wir jetzt hier sofort anschalten und... ja, cool. Aber in Wirklichkeit hat man die doch sehr schlecht gesehen, ne? Diese Käfer, meine ich. Das heißt, die waren doch hier ein schöner Tarnt. Also wenn die hinten auch rumlaufen, dann haben wir das Problem, dass sie unter den Büschen gar nicht zu sehen sind. Hier muss auch so eine Stelle sein. Ach, guck mal da. Schnapp ihn dir. Ein Reh. Können wir den Hirsch? Halt mal an. Okay, mal Hirsch beobachten. Jeder, das machen wir mal. Aber vorher fängst du einen Käfer. Hiervon, die sieht man wirklich kaum, die... Wo ist sie? Ach, schon nach Hause gefahren oder was? Das ist ein Ding. Das ist ein Melvin-Ding. So, hoffentlich sind die jetzt schon weg. Schnapp! Und nochmal Nashornkäfer. Ja, sehr geil, sehr cool. Brauchst du, ja, jetzt kannst du im Hirschmann deren. Und hier auf der Seite waren auch noch irgendwelche Samen. Die gucken wir gleich mal nach. Weg. Ich hätte spüren können, dass hier noch was rumliegt. Ach, hier drüben sind die. Na, vor allem ist dieser seltene, unbekannte Samen. Sakura kann erst damit anfangen, wenn sie irgendwie andere Level hat. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe überhaupt keinen Hirsch. Ach komm, lass ihn mal in Ruhe. Hirsch beobachten und nicht im Auto sitzen. Du willst ja jetzt da drüben irgendwelche Samen aufsammeln. Ja, nur haben wir schon so angefangen. Sondern kannst du dann bald mal nach Hause danach. Also können wir eigentlich auch schon klicken, wa? Und den da unten. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Dinger heißen. Zweimal unbekannter spezieller Samen. Nur auf Heimatgrundstück erlaubt. Okay. Ab nach Hause.
Ruckzuck ist sie zu Hause angekommen. Hier kommen die Mülltonne. Die hebst du mal aufstellen. Nehmen und den Müll weg. Den schmeißt du weg. Ja, sie muss es im Haus ankommen. Und den Stein kannst du da sammeln. So, wenn du das alt gemacht hast, dann gucken wir mal nach Hunger. Sie hat tierischen Hunger. Und duschen wäre, sagen wir, eine böse Dusche. Wäre mal ganz praktisch. Mittagessen servieren? Nee, du willst unbedingt Reste essen. Herbstsalat, den hat wohl dann Sakura gemacht. Die könnte hier mal die Teller aufräumen. Aufräumen. Und das sauber machen. Und dann müssen wir nochmal auf der Jacke. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier die unbekannten Samen zu Sakura bringen. In der Hoffnung, dass sie irgendwann mal was anfangen können. Ja, cool. Und das ist ein Nashornkäfer. Ja, die hier mal schön oft schmelzen lassen. Das machst du mal am besten nach dem Essen. So, und jetzt kicken wir mal, ob sie damit schon was anfangen kann. Nö, nee, kann sie in Level 7. Kicken wir davon 3. Auch Level 7. Level 5. Und wo ist er denn jetzt? Okay, mal, sie hat Level 4. Sehr geil. Also Gartenarbeit. Also erstmal sind hier Schmetterlinge zu fangen. Halt mal an, da kraucht doch was rum. Stopp. Das ist ja interessant. So, fangen den mal auch. Ich denke, wenn der dann angeklickt ist. So, Garten pflegen und dann. Das ist ein Zwerg. Und ernten. Ich guck mal da, das dürfen noch so ein Hirschhornkäfer sein. Treten, betrachten, befehlen, zu bewachen. Oh, guck mal, wir haben einen magischen Gartenzwerg gekriegt. Oh, der Käfer hat gebissen. Was hat sie da gefunden? Genügend Zufriedenheit und so weiter. Ich hab's nicht gesehen. Sie hat den nicht, es ist ja nicht wahr. Der ist abgehauen. Oh. So weg war er. Ach, das ist ja voll ärgerlich. Das war bestimmt so in. Warte, mit dem Baldrian brauchen wir doch irgendwie, um da noch was zu brauen. Warte, sieh da. Klo. Na los, dann wollen wir mal kicken. Okay, dann ärgert man nicht ganz so lange. Okay, du gehst, benutzt mein Klo und danach machst du das gleich sauber. Und wenn du irgendwie damit fertig bist, habe ich mir gedacht, fahren wir noch rüber zu dem Elixiergeschäft. Denn Sakura beginnt sich krank zu fühlen. Ja.
Oh nee, du hast es versaut. Hier waren Käfer zum Fangen. So, was ist denn mit Sakura? Hat die ein bisschen Level? Die muss dann aufs Klo. Level 4. Na gut, Garten hat noch ein bisschen hin. Okay, so geht's hier ganz gut. Energie ist nicht so viel, weil sie. Ja, weil wir sie vorzeitig geweckt haben. Los ab zum Elixiergeschäft. Nee, fahr mal allein, lass mal Sakura machen. Kinderprogramm schon wieder ausschalten. So, im Elixiergeschäft angekommen sind natürlich die Möbel nicht zu sehen. Hallo? Mach doch mal gerade. Okay, Karte kaufen. Wir wollen mal ordentlich einkaufen und ich hoffe, die Texturen werden mal irgendwie zu sehen sein. Ist ja blöd. Ach, guck mal da. Ja, ich gehe da auch eine Weile und Edith in dem Land. Okay, ob wir da auch ein paar Nasenkäfer kaufen können? Mal sehen. Rauchquarz, Edith, rote ba Baldrian. Gut, Baldrian hat sie ja selber. Was erfinden? Die erfinden wollen durch rote Giftpilze und so weiter. Aber Rezeptbücher möchten wir kaufen. Fortpflanzung, Elixier. Alchemieband 2 haben wir ja schon. Okay, wir können aber unsere Tränke verkaufen. Die sind. Nö, können wir nicht. Baldrian Aron. Nö, die möchten wir ja nicht selber behalten. Okay. Wo habe ich denn die Rezepte für Fortpflanzung Elixier in den Wagen liegen? Einmal Objekt kaufen. Kann sie dir gleich lesen hier? Wo ist denn das Alchemieband 2? Naja, ein bisschen Zeit hat sie hoffentlich noch. Lies mal. Die Alchemiefähigkeit von Yaka sind zu niedrig, um dieses Rezept zu lernen. Aha. Na okay, dann machen wir Folgende. Jetzt mal hier ran. Recherchierst du mal ein bisschen. Und quatsch mal nicht so lange. Ein bisschen Zeit hat sie hier noch, aber. Dann ist schon wieder Abend. Energiemäßig war sie auch nicht so weit dran, ne, heute. Was nu? Oh, jetzt kloppen die sich da auch noch, ey. Du sollst dich hier nicht kloppen? So, komm, fahren wir nach Hause, da kannst du nämlich auch recherchieren. Erstmal, wie heißt sie? Erstmal Yumi Sekimoto verprügelt und.
Okay, irgendwelche Post haben wir auch erhalten und Neotrechnung bezahlen und Post nehmen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt Sakura, egal, diese Zone. Nee, nicht hier hingehen, sondern Alchemie recherchieren. Genau, das machst du jetzt mal. Und dann müssen wir mit Sakura mal gucken. Wie weit ist jetzt das Level geworden? Gar nicht. Nicht viel weiter. Sie ist schon ganz schön müde. Na gut, haben wir hier noch im Garten eine Kleinigkeit zu tun. Irgendwie. Da drüben, guck mal, hier ist Garten pflegen und nochmal ernten. Macht das mal. So, glitzernde Lieferung erhalten. Smaragdschliff, gelber Saphir. Ach so, die kennen wir gar nicht. Ayaka hat das Rezept für Fläschchen vor Schlaf gelernt. Sie lernt, jo, die geht erstmal schlafen. Okay, dann lassen wir sie. Sie muss noch ein bisschen, ich hoffe, dass sie auch noch ein bisschen irgendwie Garten macht. Naja, schlafen muss sie auch. Gut. Und euch da auch. Tschüss.